Dragon Update, schön und gut. Son Goku, Kamehamehas fliegen links und rechts. Aber es fliegen auch noch ein paar andere Geheimnisse auf der Karte herum, Leute. Es gibt so ein paar Secrets, die ihr euch auf jeden Fall sammeln könnt und die euch natürlich Epic nicht verraten hat. Und deswegen rattern wir das einmal runter. Und in diesem Sinne, guten Tag. So, haben wir angespuckt. Raus aus der Bude. Vielleicht habt ihr gerade schon das erste Secret gehört im Battle Bus und so weiter. Ne? Die normale Musik wurde ersetzt tatsächlich durch das Dragon Ball Super Intro. Ne, ganz leise ist ein bisschen das Rock-Ding zu hören und da dudelt es ein bisschen raus. Logischerweise, das ist schon so der erste Punkt, der einfach nur mal vorbeifliegt. Falls es euch auch noch nicht aufgefallen ist, natürlich, ne, wir haben eine fette Dragon Ball-Kooperation, Leute. Riesenkrasses Secret, muss man genau hinschauen. Aber es gibt tatsächlich so ein paar coole Items und so weiter, die man da machen kann. Sehr zu empfehlen. Spaß beiseite. Daily Bugle. Ist obvious, ne? Wurde geändert zu Lazy Lagoon, wieder alter Ort aus Season 8, Chapter 1. Wurde komplett wieder geändert. Und Fortnite hat offiziell auf Wiedersehen gesagt zu Daily Bugle. Und zwar auf Twitter mit einem schönen Twitter-Post. Haben das Ganze gesagt, ne? Zwar hier, dass es weg ist, aber nicht vergessen, ne? Also vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Ne, Daily Bugle hat ein paar Seasons überlebt tatsächlich. Und deswegen ist es raus und wir sagen auf Wiedersehen. Mal schauen, wie es auf jeden Fall weitergeht, ne? Ob da mehr reinkommt oder nicht. Ob da ein bisschen mehr geändert wird oder sowas. Vor allen Dingen nach Season 3 und zwar zu Season 4. Ne, was jetzt mit diesem Ort passiert, weil dort sollte ja das ganze Thema mit Realitätenbaum und diesen ganzen Realitätsorten vorbei sein. Und dann sollte das Ganze auch weg sein. Was aber nicht weg ist, ist hoffentlich euer Abo-Button und die Glocke, wenn euch das Video irgendwo auf der Startseite empfohlen wurde. Schöne Transition oder schöne Überleitung, Leute. Man braucht immer so ein bisschen den kleinen Pep, um den Leuten ein bisschen das schmackhaft zu machen. Genauso um denen zu sagen, dass sie zu 40% der Leuten gehören, die keinen Like-Button reinhauen, wenn sie ein Video schauen. Dann fühlen die sich schlecht und dann machen die das. Na, Win-Win ist am Start. Spaß beiseite. Der Plan. Gamescom vor allen Dingen. Nächste Woche ist Gamescom, wenn ihr das Video irgendwann nächste Woche schaut. Merkt euch das vor, wo ihr mich findet, wann wir die Community und Meet and Greets haben. Wenn ihr da vorbeikommt und auf der Gamescom unterwegs seid, irgendwie kurz schnacken wollt mit anderen Leuten aus der Community, habt ihr hier auf jeden Fall einen wunderschönen Streamplan mit den Sachen, die in nächster Zeit rauskommen. Ne, merkt euch das einmal vor oder macht euch einen Screenshot. Wäre auf jeden Fall nice. Vielleicht habt ihr gerade in-game gesehen, dass unser lieber Son Goku gerade mit Wolverine-Clown rumgelaufen ist und so weiter, ne? Und zwar die Adamantium Wolverine Clown stehen jetzt zur Verfügung tatsächlich und können freigeschaltet werden durch den dritten Zero War Comic, den man kaufen kann. Ne? Dort gibt es ja den Code für die Adamantium Clown. Die sind mit dem Update jetzt endlich auch reingekommen und freischaltbar. Und jeder Charakter kann jetzt tatsächlich Wolverine Clown haben. Genauso wie der Emote, glaube ich. Oder ist das der alte Emote? Das müsste eigentlich der neue Emote sein. Der ist bei mir bei neu dabei. Und natürlich, wenn ihr die Adamantium Clown haben wollt, bevor die irgendwann überhaupt in den Shop kommen oder was auch immer, dann könnt ihr natürlich mit dem Link unten in der Videobeschreibung findet ihr den dritten Comic. Holt ihn euch bei Panini. Aktuell ist er auf jeden Fall am Start. Nächstes Secret, was tatsächlich aktualisiert wurde, ist auf der Starterinsel. Ja, auf der Starterinsel irgendwo hier da unten rechts, ne? Da. Und zwar gibt es jetzt hier einen Realitätenbaum, der hinzugekommen ist. Und wir wissen immer, was das heißt. Überall auf der Karte, wo ein Realitätenbaum aufgetaucht ist, hat sich natürlich auch der Ort geändert, ne? Heißt das, die Starterinsel wird sich jetzt auch ändern? Wird hier irgendwas durchrotiert oder einfach nur gezeigt, dass der Realitätenbaum jetzt komplett alles eingenommen hat, bis zur Startinsel da vorne, ne? Das ist schwer zu sagen. Stand aktuell in den Spielerteilen ist nichts drin, was irgendwie eine Ortsänderung andeutet. Auch allgemein auf der Map sind wir aktuell fertig. Also es wird keinen weiteren Realitätsbaum geben, Stand aktuell mit diesem Update. Vielleicht mit dem nächsten großen Update, was in 2 Wochen rauskommt nach der Gamescom. Ne, da gibt es ein weiteres großes Update, vielleicht kommt da nochmal was rein. Vielleicht auch was mit dem Zero Point oder sowas, weil ja lauter Story-Aufgaben ja der Zero Point immer mehr und mehr Schockwellen produziert. Vielleicht wird dort irgendwie was langsam angedeutet und ich denke mal, das wird auch langsam so in Teaser Richtung Season 4 sein. Ne, so der Übergang von Season 3 auf Season 4, dann ein bisschen die Ingame-Teaser, die rausgehauen werden, weil ist nicht mehr so lange, genau, ziemlich genau 4 Wochen. Dauert es noch. Und dafür lohnt es sich tatsächlich, den Creator-Code zu erneuern. Und natürlich Creator-Code erneuern, Leute. Wenn ihr euch jetzt noch nachträglich entscheidet, mal ein bisschen Dragon Ball nachzuholen oder für die nächsten Kooperationen, die auf euch zukommen und so weiter. Ne, für jeden Creator-Code-Eintrag, Leute, werdet ihr einmal mehr Gomme-Mode aktivieren oder was auch immer. Und dann slayt ihr voll durch und seid nicht so bodenlos. Ja, Jugendwörter 2022. Ich bin voll hip. Ich bin einer von euch. Weiteres Secret, ein weiterer NPC, Leute. Und zwar 7-Wache Svenja. Ja, die heißt Svenja.
Gibt's was zu melden? Anscheinend nicht, ne? Du kennst Kim, sie ist dickköpfig, nicht wahr? Ne, die spielen darauf an dir auf die Story-Aufgaben hin und so weiter. Ne, und anders als bei den anderen PCs hast du hier halt nur Fortfahren und so einen Story-Dialog. Interessante Sache, ne, die sind irgendwie jetzt neu reingekommen, die sind so ein bisschen random tatsächlich, haben nicht mal eine Sammlung für die, ne, dass man die finden kann. Interessantes Ding, was auch einem im Chat aufgefallen ist, das ist das Wortspiel Svenja, ist eine Anlehnung an Seven, an die Sieben. Ne, weil es gibt auch noch einen männlichen Charakter davon, ich muss mal gucken, wo der ist. Wir machen aber erstmal Svenja kaputt. Tut mir leid, Svenja. Für die Wissenschaft. Okay. Sieben Wache, sieben. Oh. Oh. Hat da jemand vergessen, eine Hologrammtextur drauf zu packen? Ja, da hat einer vergessen, eine Hologrammtextur drauf zu packen. Die ist broken. Die ist broken. Die hat keinen Dialog mehr. Ist aber ein Geist. Und die hat keine. Die hat die falschen Texturen drauf. Deswegen sieht die so dunkel aus. Ne? Sieht man in diesem Schachbrettmuster hier. Also typisch so eine Standardtextur, die geladen wird, wenn keine Textur vorne ist. Ja, schön. Schönes Secret. Wo ist der männliche Charakter? Da ist auch schon der männliche NPC und zwar Sven. Ne? Seven, Sven, Svenja. Ne? Alles in Anspielung, nicht an Norden oder sowas. Da ist der zweite. Oh, du kennst Kim, sie ist dickköpfig, nicht wahr? Ab und zu mal hat er auch andere Dialoge drauf. Hat Kim den Wissenschaftler kontaktiert und zwar, dass einige Leute vermisst werden. Ne? Leg beim Wissenschaftler ein gutes Wort für mich ein. Ist okay, ist okay. Ja, Paradigma will nicht, dass wir darüber reden, dass Leute verschwinden. Ja, aktuell scheinen Leute zu verschwinden in der Fortnite-Story. Ne? Also auf jeden Fall ein bisschen mal aufschreiben. Aufschrauben, genau. Aufschreiben könnt ihr auch machen. Und der Boy ist auch nicht in der Sammlung drin, ne? Ist auch nicht in der Sammlung drin. Das wird auf jeden Fall interessant. Bin mal gespannt, warum die hier reingebracht haben. Quasi schon so ein kleiner Vorreiter, denke ich mal, für die nächste Woche, die Aufgaben, die Story-Aufgaben, die dann reinkommen. Auf jeden Fall eines der Secrets, die Epic nicht verraten hat. So, während ich weiter hier auf der Map rumcruise und den Schüssen ausweiche, gibt es aber natürlich auch noch ein paar Sachen in den Spielerteilen. Und zwar zu neuen Skins. Und zwar der nächste Level-Up-Skin. So wie Omega-Ritter und Monarch wird es wieder einen Skin geben, der euch 25 Battle-Pass-Stufen gibt. Plus natürlich einen Skin. Und ich finde, der sieht schon ziemlich nice aus. Ich finde das nice aus. Ne, man kann den Fischerhut auch abmachen. In meinen Augen sieht er dann dadurch deutlich besser aus. Und natürlich auch mit Sense und Menge Auge. Der macht eine Menge Auge, Leute. Der hat auf jeden Fall ein bisschen was abgesehen. Es sieht auf jeden Fall schon mal sweet aus. Kann man sich hier reinhauen. Gerade wenn ihr noch ein paar Levels braucht, weil ihr die Season vielleicht komplett wenig spielt oder sowas. Da gibt es ja auch so einige. Aber anders als im Level-Up-Skin wird es auch noch einen weiteren Rette-die-Welt-Starter-Paket-Skin geben. Mit auch nochmal einen netten Skin, würde ich sagen. Falsche Seite, da. Netten Skin. Checkt den, guckt den euch da ein bisschen an. Ich finde, der sieht ganz okay aus und ganz dufte. Nicht so krass wie der Level-Up-Skin. Also, mein Money geht auf jeden Fall in den Level-Up-Skin und in die nächste Kooperation nächste Woche. Das reicht mir schon aus. Das wird schon teuer genug alles. Nächstes Secret, was geändert wurde und reingekommen ist, ist tatsächlich dieser abgestürzte Eiswagen oder umgedrehte Eiswagen. Ja, der hat hier eine krasse Bremsspur hinterlassen. Und er ist reingecrashed. Könnte zwei Möglichkeiten geben. Entweder ist Charlie wieder on Tour. Und wir wissen, wie gut Charlie Auto fahren kann, ne? Und entweder ist er wieder on Tour und hat wieder ein bisschen zu schnell gefahren. Oder es ist einfach eine Erklärung für Little Quip aus dem Sommer-Event, ne? Der hat ja auch seinen Eiswagen gehabt. Der sieht aber ein bisschen anders aus, muss man sagen. Ne? Der ja gerade umgedreht ist, der sieht ein bisschen anders aus. Aber kann sein, dass Epic da einfach nicht den erstbesten Eiswagen genommen hat, um den darzustellen. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit, dass er Little Whip gehört, ist größer als Charlie. Aber man darf gespannt sein, ist einfach ein neuer Truck umgekippt, der im Prinzip wie in China einen Sack Reis umfällt, Leute. Fällt in Fortnite auch ab und zu mal ein Auto um nach einem Update. Und jeder wird sich fragen, was dahinter steckt. Was sagt ihr dazu? Charlie oder Little Whip? Wer ist Team Charlie, wer ist Team Little Whip? Twitch-Chat, ihr entscheidet auch mal. Okay, Chat ist ganz schön viel für Charlie, Little Whip. Ja, Twitch-Chat ist Charlie. Charlie, Charlie, Charlie. Charlie, Shalom. Charlie, Shalom, Shalom. Charlie, Shalom. Charlie kann jetzt fahren. Ah, das ist eine gute Theorie. Charlie hat jetzt gelernt, wie man fährt. Er baut keinen Unfall mehr, ne? Okay, aber nächste Änderung, geheime Änderung, die ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Die Charge SMG wurde verbessert. Und zwar wurde der vertikale Rückstoß deutlich reduziert. Und es ist jetzt einfacher, das Ding konstant zu halten, somit stärker zu machen. Weil die Waffe war komplett für einen Ummel. Ne, die war komplett nutzlos. Jetzt wurde die ein bisschen besser gemacht und ich finde, dadurch fühlt sich das Ding auch jetzt ein bisschen nicer an, muss ich sagen. Was auch neu da in den Spielerteilen ist, ist tatsächlich, dass das Flugzeug geupdatet wurde. Ja, Flugzeug hat wieder ein paar Updates bekommen. Ne? Das war ja schon mal drin in Chapter 2. Aber da wurde jetzt ein bisschen was dran gearbeitet.
In meinen Augen aber eher was für Season 4. Und dazu kommt noch ein eigenes Video raus mit Sachen, die für Season 4 jetzt nochmal aktualisiert wurden. Ne, da sind so einige Sachen drin, wie der Geburtstag, 5-jährige von Fortnite. Ne, der wird ja auch jetzt bald reinkommen. Da sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Nächstes Secret bei den Dragon Ball Items sind die Emotes. Ne? Alle Charaktere, die ihr habt oder sowas, kriegen eine weiße Aura und so weiter. Ne? Das sind keine Super Saiyajins oder sowas. Während Son Goku und so weiter natürlich ihre ganz normale Level bzw. ihre ganz normalen Emotes haben, wo die natürlich zum Super Saiyajin werden oder was auch immer da. Ne? Zack, ne? Da haben die auch ihre gelbe Aura und so weiter. Gibt es aber tatsächlich bei Beerus eine kleine nette Interaktion, die nicht so ganz obvious ist. Aber wenn man mit Beerus eines dieser Emotes macht, kriegt man tatsächlich eine lilane Aura, die passend zu ihm ist. Weil er keinen eigenen Emote hat. Beerus hat keinen eigenen Emote, der hat ja keine Super Saiyajin-Transformation oder sowas. Er muss tatsächlich auf diese Emote setzen, um seine lila Aura zu bekommen. Ich finde, das sieht nice aus. Sieht auf jeden Fall fettig aus. Und noch eine Sache, die natürlich reinkommt, die wahrscheinlich schon aktiv ist, wenn dieses Video rauskommt und so weiter, ne? Auch wenn ich es zeitlich versuche. Aber tatsächlich eine Dragon Ball Creative Arena Map, wo wir dann auch mit dem Kamehameha in Creative gegeneinander ankämpfen können. In einem Turnier der Macht sozusagen, ne? So wie wir es aus dem Anime auch kennen, wird man dort auf jeden Fall gegeneinander klatschen können und das Item nutzen können. So ähnlich wie auch das Streamer-Turnier jetzt am Samstag. Und dann werdet ihr auch noch gratis Items im Dragon Ball Turnier, bzw. Cup Ingame holen können. Ja, und das ist am Donnerstag, den 18.08. Um 19 Uhr ist das Ingame-Turnier und dort werdet ihr euch nochmal ein paar Sprays und Emojis freischalten können. Und Leute, das geht doch nur in Fortnite, oder? Son Goku mit dem Lichtschwert, Kamehameha oben drauf. Noch Super Saiyajin, God Aura, was auch immer, ne? Geht nur in Fortnite und dafür liebe ich das Spiel. Was ich auch liebe, wenn ihr auf der rechten Seite jetzt noch das Video anklickt, um euch alle neuesten Infos zu der Season 4 anzugucken, was noch so reinkommt. Das wird natürlich benötigt, damit ihr auch die nächsten Videos, sag ich mal, enjoyen könnt. Abo-Button, wenn ihr natürlich nichts zu der Story verpassen wollt und in Live-Events und, würde mich freuen. Und gebt mir Flosse. Lopp!